So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Gute Nachrichten, der Herr neben mir ist wieder einsatzbereit. Wir sind mal wieder bei Björn und wir haben uns überlegt, da mir persönlich die Videos hier auch am meisten Spaß machen und wir euch natürlich langfristig immer geilen Content bringen wollen, machen wir mal so das einmal, das kleine 1x1 des Motorenbau und werden wirklich Kurzvideos zu eigentlich jeder Thematik an dem Motor machen. Ja. So ist der Plan, ne? Genau. Bis wir irgendwann mal alles durch haben. Wir werden das Ganze natürlich immer in unseren eigenen Projekten machen. In dem Fall haben wir heute hier von Marius S4 Limo den Block stehen. Und Björn wollte gerne mal ein Video machen zum Thema Kolbenringe. Stoßspiel. Genau. Kolbenring-Stoßspiel einstellen. Als allererstes erklär doch mal bitte, was überhaupt das Stoßspiel ist. Weil ich denke mal, die meisten können da gar nichts mit anfangen. Okay, gut. Ja, man hat ja die Kolbenringe zum Abdichten des... Einmal der oberste Ring zum Abdichten der Verbrennungsdruck, Verbrennungsgase von oben. Der zweite Ring ist eigentlich schon mehr zum Ölabstreifen da, dass das Öl unten bleibt. Und der dritte nochmal zum Abstreifen da. So weiß, ist die Kombination immer, diese drei Ringe. Weiß und man, wie viel Druck an dem ersten vorbeigeht zum zweiten hin? Bestimmt wurde das schon mal auf dem Prüfstand gemessen. Das weiß ich aber persönlich nicht, wie viel es ist. Weil ich habe gerade nämlich wieder am Wochenende beim Rollerring festgestellt. Ja. Die fahren tatsächlich sogar nur mit einem Kolbenring teilweise. Ne? Ja, ist ja was anderes, ist ein Zweitakter. Ja, man muss klar, ja keine trotzdem. Ölabdichtung machen. So, die Ölabdichtung ja, aber man kann ja trotzdem ein oder zwei Kompressionsringe haben. Es gibt zwei Ringe beim Viertakter. Es soll einfach weniger Reibung haben, mehr Leistung produzieren, aber nur beim Sauger, glaube ich. Aber eigentlich haben sie es verworfen. Bei allen Motoren werden heutzutage drei Ringe benutzt. Siehst du einen Unterschied im Verschleiß zwischen dem ersten und dem zweiten Ring? Kommt darauf an, was für ein Material man hat vom Kolbenring. Mhm. Wir benutzen fast immer für unsere Motoren den ersten. Der erste Ring ist Stahl, nitriert. Der zweite Ring ist ein Gussring. Das heißt, der erste ist sehr hart. Ja. Durch das Nitrieren? Genau. Der zweite ist ein bisschen weicher, muss er auch sein, weil er sich anpassen soll an den Zylinder. Sind die von der Vorspannung her gleich? Nein, auch ein bisschen anders. Auch anders, okay. Auch ein bisschen anders. Das Material ist ja schon ein bisschen anders. Manchmal merkt man es richtig. Je nach Kolbenhersteller merkt man, dass manche relativ weich reingehen und manche amerikanischen Ringe sind doch schon ganz schön stramm. Da muss man richtig drücken, um die reinzubekommen. Also eigentlich kann man sagen, Kolbenringe zwei Funktionen, einmal Ölabdichtung. Ja. Und einmal Kompressionsdruck, genau. Abdichtung. Ja. Und dieses Spiel muss, der Kolbenring muss ein sogenanntes Spiel haben. Weil? Nicht im Zylinder selber, das wäre ja Schwachsinn. das ist nach deinem Rollerrennen, ne, genau, da war. Ja. Das muss ein Spiel haben. Und zwar wird der Kolbenring ja auch warm im Betrieb. Ich mache das immer so, dann nehme ich einen Kolben, schiebe ich rein. So habe ich ihn zentriert, dass er genau mittig, winklig drin sitzt. Und jetzt sieht man hier unten den kleinen Spalt. Dieser Spalt muss sein und je nachdem, wie viel Leistung man fährt, wie viel Temperatur der Motor oben produziert, muss er größer oder kleiner sein. Das heißt, denn der Kolbenring dehnt sich aus. Und gerade bei JE-Kolben, wie Seco-Kolben, sind die Kolbenringe oft nur Art Rohlinge. Die packt man rein und die haben dann zwei Zehntel Spiel. Und dann wundern sich die Kunden, wenn sie dann im Motor gebohrt haben, dass der Riefen hat. Meistens ist ja der Kommentar immer, ja, hast du wohl zu eng geholt, hast nicht groß genug Grund. Aber dann würde man bestimmte Verschleißspuren erkennen und zwar nur in dem und dem Bereich so, weil da der Kolbenhemd frisst. Aber beim Kolbenringfresser hat man auf einmal Riefen einmal ringsherum, komplett herum. Es ist unabhängig davon, weil wenn sich ein Ring durch Temperatur erwärmt, dehnt er sich natürlich in jede Richtung aus. Wenn er keinen Platz hat. Genau. Und dann frisst er dort. Das heißt, theoretisch ist dieser Ring im Idealfall während des Betriebes wirklich fast bündig abdichtend zusammen. Er wird ein bisschen enger. Ganz perfekt muss er ja nicht sein, weil der nächste Ring kommt ja auch noch. Wenn, dann zischt er nur so minimal was da vorbei, dass der nächste Ring das auch wieder nehmen kann. Das sind doch die Blow-by-Gase, wofür Motorentlüftungen. Das ist aber eigentlich nicht durch den Spalt hauptsächlich, sondern eigentlich hauptsächlich geht ja auch noch was an dem Kolben vorbei, wenn zu viel Druck da ist. Jetzt ganz entscheidende Frage, wird jeder gerne wissen wollen, wie montierst du die Öffnung immer?
von den einzelnen drei. Ach so, oh, ja, okay, dann. Das war ein anderes Thema, aber das müssen wir jetzt gerade einmal, weil da weiß ich, das haben mich so tausende Leute schon geschrieben. Frage Nummer eins ist, welches Spiel, das wirst du uns ja gleich noch verraten, und wo müssen die Ringe hinzeigen? Gut, da musst du einmal hier hinkommen. Ich mache es, wobei, ich glaube, da gibt es sofort welche, die... Meinst du, die drehen sich im Betrieb? Ein bisschen schon. Wir wollten immer darauf achten, haben aber nie darauf geachtet. Das stimmt, nee, weil meistens zu kaputt war. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ich mache meist, ich muss sie mal so hinlegen, weil sonst kann man das ja nicht erkennen. So kommt's. Das ist der unterste Ring. Da mache ich die Feder nach hier hin. Dann die beiden Schlitze von diesen Ölern kommen so leicht versetzt, diese 120 Grad. Und dann packe ich die beiden Ring ein nach dahin und ein nach dahin, so dass möglichst wenig ein Spalt entsteht. Also wenn man sie jetzt zum Beispiel alle so montieren würde, ja, klar, das wäre definitiv schlechter. Mhm. Definitiv, ja. Okay, weil ich habe sie jetzt immer so und quasi so montiert. Ja, wobei hier und hier würde ich nicht machen, ja, klar, macht weil Sinn, ja. Da der Druck, nicht der Verbrennungsdruck, der ist immer gleich, mhm. Da der Druck auf den Zylinder höher ist und dadurch, beim getunten Motor hat man ja schon die Eigenschaft, dass sich Riefen bilden durch den Verbrennungsdruck. Und wenn du dann noch die Kante hier hast, glaube ich, könnte da sogar noch mehr entstehen. Mhm. Ich würde es nicht machen, ich mache es einfach so. Man sagt doch manchmal immer 120 Grad versetzt. Mhm. Aber wichtig ist einfach nur, dass sie nicht übereinander sind. Mhm. Okay. Ja, und dann habe ich einen Kolben eingebaut, mhm, und dann wird das Spiel eingestellt. Mhm. Erstmal muss ich ihn messen. Du hast das doch bestimmt auch schon gemacht beim VR6. Meistens sind es zu klein. Meistens zu klein. Und wie hast du das schön gemacht? 0,45? Nein. Wie hast du das angepasst? Wie ich das angepasst habe? Ja, ich habe so richtig die Hardcore-Variante, je nachdem, wie viel es war. Wenn es so ein ganz bisschen war, natürlich mit der Feile. Mhm. So, wenn es ein bisschen mehr war, einer Flex gehalten oder angehalten. Mhm. Gut. Ja. So kann man das machen. Ja, das Erste, was ich mache, ist natürlich das Messen. Hast du auch gemacht immer so? Wie hast du das bisher gemacht? Nein, ich hatte ein Schleifgerät. Das war nur von Hand betrieben. Eine Fleckscheibe. Dann habe ich einen Akkuschrauber dran gemacht, aber ich wusste ja nie genau, wie viel ich wegschleife. Aber erstmal müssen wir messen. Ja, ja, klar. Das messe ich jetzt. Das war halt Try and Error, ne? Wenn zu viel war, dann fertig. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit 0,4. 0,4 passt rein. Dann nehme ich das nächste 0,45. Dafür nehme ich 0,2 und 0,25. Und passt eigentlich schon sehr stramm, geht es rein. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass Marius Block ja gehont worden ist. Und wir haben ja die Kolben beschichtet. Mhm. Dementsprechend ist ja automatisch das Kolbring-Stoßspiel größer. Wenn man 500stel aus dem Zylinder raushont, wie viel wird das Spiel dann größer? Wenn du 500stel rausholst? Ja, 0,05 mm. Das Spiel von den Ringen? Von den Ringen, genau. Boah, wir müssen mal so ausrechnen mit Pi. Nur mit Pi, so weiter. Das reicht. Nur mal Pi, weil Umfang ist ja Durchmesser mal Pi. Genau. Und wenn wir jetzt also den Durchmesser um 500stel vergrößern, dann sind wir 16. Ja, haben wir sozusagen 16, also 0,16 mm größer. Im Normalfall müsste ich diesen Ring, hätte ich hier gemessen, 0,3 etwas. Mhm. Das wäre zu eng. Mhm. In dem Fall haben wir jetzt hier 0,4. 5 mm haben wir fast, weil der Block ja schon gehont worden ist. Deswegen kann ich an dem obersten Ring es gerade nicht vorführen, wie ich diese Maschine benutzen kann. Mhm. Ja, nehmen wir den. Jetzt entscheidende Frage, wenn du einen Block hohnst, könntest du jetzt mit 100% Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Ring hierfür überall richtig ist? Ja. Oder ist dann doch ein bisschen Toleranz? Ja, aber dann in so einem kleinen Bereich. Die Zylinder sind ja auf einem Toleranzbereich von 100stel gemacht. Also man könnte, das bedeutet, das Spiel verändert sich ja nur um 3,14 Hundertstel maximal. Mhm. Und 3,14 Hundertstel mit einer 500stel Fühlerlehre wird schon schwer zu messen. Ne? Okay, das heißt, du könntest theoretisch alle Ringe auf einen Zylinder anpassen und dann einfach willkürlich verteilen. Ja, natürlich. Okay. So kriegen es auch die Kunden von mir zurück. Die Kolben liegen extra, weil die Zylinder sind alle gleichmäßig. Ja. Selbst wenn der Kolben manchmal 100stel Unterschied ist und den Kolben, den Zylinder anpasst um 100stel, das ist jetzt nicht viel, dass sich da ein Kunde Gedanken machen sollte, oh, wo kommt er denn hin? Nicht, dass es nicht passt.
weil im Rohzustand passen sie fast nie. In dem Fall haben wir mal Glück. Mhm. Und wir haben den ersten Drink, mache ich immer bei so einem Hochleistungsmotor, 0,4 bis 0,45 mm mhm. spielen. Der zweite Drink soll ein bisschen größer sein. Mhm. Der soll größer sein, weil, das habe ich aber nur gelesen, ich habe es an den deutschen Ringen noch nicht so richtig feststellen können, das gleich, den gleichen Effekt. Mhm. Der zweite Ring soll mehr Spiel haben, dass wenn durch den ersten Spalt Druck durchschießt und der zweite Spalt ist größer, kann sich dort der Druck wieder sozusagen entweichen, mhm. mehr als reinkommt. Das habe ich nur gelesen, das halte ich für nicht 100% weil von richtig. Der, von der Temperatur her müsste ja theoretisch eher kleiner sein, weil der wahrscheinlich nicht so heiß wird. Genau, genau, finde ich auch. Deswegen finde ich es nicht so richtig, aber es hat sich so eingebürgert, bei fast allen Kolbenherstellern steht ein Zettel dabei. Und was ja nicht heißt, dass es richtig ist bei allen. Ja. Ja, und es steht dabei, erster Ring bei dem Zylinderdurchmesser 0,4 bis 0,45, zweiter Ring 0,45 bis 0,5 mm. Meinst du, dieses Einmessen, Einstellen wird im Werk bei solchen Motoren auch gemacht? Nee, muss ja nicht gemacht werden. Weil die Ringe und die Zylinder so genau sind, genau. dass es einfach passt. Genau. Okay. Ja. So, der zweite Ring habe ich reingepackt, der muss also ein bisschen mehr bekommen. 0,45 passt nicht rein. Dann nehmen wir den nächsten, also einen kleineren. 0,4. Passt nicht rein. Boah, dann will der Hersteller will das scheinbar so, dass der zweite Ring kleiner ist. Ja, das habe ich auch schon. Ja, das habe ich auch. Ja, ich würde mich bereit dazu erklären, dass wir es an meinem Motor mal testen. Was, den zweiten kleiner als den ersten? Ja. Wenn du möchtest, können wir es machen. 0,35 bekomme ich rein. Wie war denn das jetzt gerade? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Oh, jetzt gibt es wieder Ärger, dass ich Björn immer ablenke. Stört dich das eigentlich nicht, ne? Was hat's gesagt? Ob dich das stört, wenn ich so viel Zwischenfrage nehme. 0,4 kriege ich rein. Wir wollen ihn aber auf 0,45 mindestens machen. Und jetzt gibt es das Problem, Feilen. Ach, das muss ich erzählen. Die letzten hatte ich Kolbenringe von Male Motorsport. Macht eigentlich eine Klimaanlage hier drin? Die ist noch nicht an, ich weiß. Male Motorsport. Male Motorsport, denkt man, deutsche Fabrikat. Und was haben sie? Sie haben amerikanische Ringe. Mhm. Diese Ringe, ich habe sie auf der Schleifmaschine gesehen, beziehungsweise beim Einbauen, man sah, dass der Spalt gar nicht parallel war. Der war so oder mal so. Habe ich auch schon mal gesehen. Voll krass. Ja. Voll, was ist das denn? Naja, auf jeden Fall. Das hast du ja immer das Problem beim Schleifen. Du musst ja auf jeden Fall winklig bekommen, das Ganze. Das ist nicht so einfach. Also habe ich gesucht. Und hab, der Flex nicht so einfach. Nein, der Flex nicht so einfach, ja. Und ich habe was gesucht, dass ich nicht so... Mist, zu viel. Ja, ne, kennst du, wenn du flexst und dann wird es zu viel. Also habe ich eine Maschine gefunden bei CPR. Danke an Herrn Rechsteiner für die Maschine. Mit dem habe ich es jetzt endlich hinbekommen, so wie ich es haben möchte. Ich habe eine Schleifmaschine für die Ringe. Es ist auch nur eine Flex, nicht ganz, ne? Mit einer Anzeige habe ich hier einen Hebel, Also wo ich sozusagen... Das ist ja schon eine filigrane Maschine mehr so, ne? Ja, aber muss ja auch nicht viel geschliffen werden. Habe ich einen Hebel, wo mir der Ring sozusagen angeschlagen wird und wo ich erkennen kann, ob ich genau winklig drin bin. Mit dem Einstellrad, wenn ich das verschiebe, kann ich das sozusagen verstellen, aber ich muss natürlich genau winklig sein. Dann habe ich den jetzt hier eingespannt. Und jetzt kann ich anfangen zu schleifen. Und woran siehst du jetzt, wie viel du da schleifst? An dem Manometer. Hier, okay, das heißt, Hundertstel du schiebst Millimeter. Den ganzen Ring parallel einfach zur Seite. Das ganze Gerät schiebt man rüber. Krass. Und wir haben ja jetzt gerade 0,4 gemessen. Jetzt fange ich an. Ich stelle mir die Uhr auf 0, wenn ich das Geräusch höre. So, ein Zehntel zugestellt. Jeder normale Mensch wird sich jetzt, glaube ich, denken, was machen die beiden da? Ne? Weil da ja auch so wenig Staub nur rauskommt, so ungefähr. Das ist ja wirklich nur minimal, was man abnimmt. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mit der Kamera erkennen kannst. Dieser perfekte Schliff, dieses perfekte Schliffbild da drauf. Ne? Das sieht schon gut aus. Mir gefällt es. Ne? Dass nur eine Seite geschliffen ist, macht nichts.
Nee, das macht nichts. Bei den Malekolben musste ich beide Seiten schleifen, weil wo ich eine geschliffen habe, war auf einmal die andere Seite, das war gar nicht mehr parallel, also musste ich beide Seiten schleifen. So, wo war's? Der da. Gut. Einmal die Kante brechen. Ich habe zwar hier eine Polierscheibe dran, die habe ich noch nicht ausprobiert, wie sie funktioniert. Deswegen nehme ich einfach nur 500er Schmirgelpapier, breche ganz kurz diese Kante hier, weil durch das Schleifen entsteht natürlich ein Grat. Und setz den Kolbenring wieder ein. Und theoretisch, wenn du nicht zu viel dazwischen gequatscht hast, müsste ich jetzt unschuldig. 5 Zehntel haben, weil ich habe 1 Zehntel dazugestellt. Und 5. Da. Ja, gut. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja. 4,5 geht gut durch, eben ging nur 4 durch. Ich glaube ja, du hast 35 gerade gemessen und hast 1 Zehntel zugestellt. Wie gesagt, ne? Jetzt haben wir 4,5 gemessen. Jetzt könnten wir, um das anzupassen, natürlich nochmal reingehen und nochmal 500 zu schleifen. Mhm. Und ich finde es unglaublich, wie schnell es geht, weil ich ja auch diese Massen von Kolben anschleife. Und es ist halt auch definitiv gerade bei so filigranen Teilen schon, schon eine einfache Sache. Ne? Jetzt haben wir zwar nur 1 Zehntel geschliffen, aber oft sind die Ringe haben nur 2 Zehntel Spiel. Die muss ich natürlich dann auf 4 Zehntel schleifen. Das kann ich wunderbar mit dieser Anzeige machen. Das so. Bitte. So ist Kolbenring anpassen. Ich gebe theoretisch noch die Möglichkeit, den dritten anzupassen. Mhm. Diese hier werden aber nicht so vom Durchmesser toleriert, sondern ich sage für mich immer mindestens 3 Zehntel. Mhm. Weil der unterste Ring, die sind sowieso die beiden, die so ein bisschen versetzt sind, diese dreiteiligen, mindestens 3 Zehntel, dass die Resttemperatur, wenn die denn noch da ist, eventuell... Also eigentlich 4 Zehntel, 5 Zehntel, 3 Zehntel. Ja, 4,5. Wenn man hier reinguckt, da brauche ich nicht messen. Das sehe ich definitiv, dass das mehr ist als 3 Zehntel. Das ist fast 1 Millimeter. Diese Ringe haben ja auch fast keine Vorspannung in dem Zustand, weil er immer erst die Feder dieser dünnen Dinger auseinander drückt. So kontrolliere ich alle einmal durch und dann so, jetzt habe ich das soweit. Schleifen wir den noch einmal nach. Ja, okay. Um genau auf die 0,5 zu kommen. Ja. Da kann man nicht mal gucken, ob das wirklich geht, dass du hier im Hundertstelbereich zustellst. Das so. Einzige, was natürlich ist, was ich, wenn man das Geräusch hört dann, und dann schon auf 0 stellt, dann. Hast du ja schon ein Tömchen weggenommen? Oder? Nein, dann hat man im Endeffekt nur, kratzt da vorbei, aber man braucht ja einen gewissen Schleifdruck, um was abzunehmen. Das heißt, ich muss eigentlich ein bisschen immer mehr zustellen, als ich es brauche. Mhm. Also andersrum, wie du es jetzt machen würdest, habe ich hier die Praxis beigesehen. Das ist das beim Schleifen so. So, wieder zurückdrehen, wichtig, ne? Wichtig, nicht, dass du hier auf einmal beim Zehntel drin bist. Und dann fährst du rein und dann macht es Krach. Noch, deswegen mache ich diese Maschine immer und du guckst. Da fängt sie an zu schleifen und 500. Aber ist definitiv krass funktionell so, ne? Ja, definitiv. Und natürlich auch 10-mal angenehmer als Flex oder alles andere, ne? Das stimmt. Ich habe gleich noch eine Frage parat. Ja. Aber machen wir erstmal fertig, sonst heißt es wieder, ich würde dich ablenken. Hast du ja schon. Klasse, ja, halt dich für ein Gerücht. So. Das war Hilde. Die der am Bein. Hilde. Gefummelt hat. Ja, die rennt immer rum. Die hat ein Leben. Mhm. Da, 5 Zehntel passen rein. Perfekt. Ja. Sitzt. So, pass auf. Warte. Ich habe gemerkt, wenn man sie umdreht und zieht raus, sieht man 2 Riefen dort. Die sind zwar nur optisch, aber sieht nicht schön aus. Deswegen versuche ich die Ringe immer parallel so rauszuziehen. Ja, aber wollte ich auch. Ich wollte jetzt auch gerade rausziehen. Habe ich auch eben gerade rausgezogen. Okay, gut. Super. Pass auf. Ja. Warum ja? hat dieser Ring eine Kante da dran? Ah, okay. Oder einen Absatz? Ja, gut. Ich muss dafür einen Zettel holen und einen Stift holen. Sonst wird das zu schwierig. Oh, jetzt wird wieder gezeichnet. Ja. Der erste Ring ist ja der Kompressionsring. Mhm. Der ist meistens rechteckig, manchmal ist er ballig. Manchmal hat er eher so eine, wenn hier eine Zylinderwand ist, manchmal hat er auch so eine Form. Echt? Okay, krass.
weil er durch den Druck sich runterrückt und wieder hoch. Und dann ist das sozusagen, dass es immer, wenn man das mit so einem macht, dann wird er sich verkanten, sozusagen. Ne? Deswegen wären bei so einem Rechteckring die Ringknut ein bisschen schräg gestochen. Mhm. So sollen meine Kolben auch sein. Das habe ich extra so besprochen, dass die ganz leicht, wie viel weiß ich nicht, das macht der Kolbenhersteller, dass unter Druck die wieder runterkommen. Mhm. Der zweite Ring ist normalerweise, sieht der so aus. Warte, ich muss kurz überlegen. So. So sieht der Ring aus. Es nennt sich Nasenminutenring. Die Nase kann man erkennen, aber wieso heißt der Minutenring? Kann ich dir nicht sagen. Weil diese Spitze sich innerhalb von Minuten abnutzt und an den Zylinder anpasst. Deswegen heißt er ein Minutenring, denn der erste Ring, daran sieht man nicht viel Verschleiß im Betrieb. Den zweiten Ring sieht man so gut wie immer, dass die Unterkante so ein paar Zehntel glänzen wird. Und das ist das Einfahren, das ist notwendig, dass sich der Ring anpasst an dem Ganzen. Und meinst du, dass die Aussparung darunter nur ist, damit da dieser Zacken die Nase rausguckt? Genau, und der muss ja das Öl sozusagen abschaben von der Zylinderwand. Okay. Und man kann ihn natürlich auch bis nach unten führen, das gibt es auch, bis nach unten führen. Mhm. Aber hier ist so eine Art Ölreservoir. Ja, ich kann es dir nicht richtig beschreiben, aber so nutze ich das ab. Und wenn ihr einen gelaufenen Kolbenring habt, guckt das an, der zweite Ring wird, daran könnt ihr mal erkennen, wie viel Verschleiß ihr habt. Wenn der schon weit über die Hälfte glänzend ist, dann ist er nämlich hier schon abgenutzt bis nach hierhin und dann hat er nicht mehr viel. Mhm. Also wenn er komplett ist, definitiv abgenutzt. Schön wäre es immer, wenn er so die Hälfte davon hat. Dann weiß man, er ist gut eingelaufen und er ist nicht abgenutzt. Dann wäre das jetzt ja aber theoretisch eine These nochmal, warum man dem theoretisch nochmal weniger Spiele geben müsste. Ja. Weil er ja schon immer größer wird. Ja. Wobei ich kann den, wenn du so guckst, wirst du es viel leichter erkennen können, dass er leicht schräg ist. Ja, also ist nur ganz leicht schräg. Wie viel das jetzt in hundertstel Millimeter ist, kann ich dir nicht sagen. Das heißt, wenn er sich ganz abnutzt, vielleicht machen wir dadurch nur 500stel mehr Spiel. Das machen wir beim nächsten Mal. Mhm. Bei deinem machen wir den zweiten Ring enger. Sehr gut. Ja. So, das war's für heute mit dem Thema Kolbenring Stoßspiel einstellen. Ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall haufenweise Themen überlegen und in die Kommentare ballern. Auf die werden wir alle eingehen. Mhm. Und ja, wir machen jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschö.